Ein junger Mann hat heute in Dornbirn in der Höchster Straße einen Landbus entwendet und damit eine Spritztour durch Dornbirn gemacht und einige Schäden angerichtet, bis er hier dann am Bahnhof in Dornbirn gelandet ist. Sie haben gesehen, wie er hier angekommen ist. Wie war denn das? Ja, er ist mit ziemlich überhöhter Geschwindigkeit die Bahnhofstraße runtergefahren, versuchte noch abzubremsen, hat eine Bremsspur hingelegt und dann ist er hierher abgebogen mit immer noch hoher Geschwindigkeit und hat einen Jeep gerammt. Und dann ist er stehen geblieben? Ja, dann hat er noch probiert, zum irgendwie wegkommen, hat nicht funktioniert. Und dann sind sie beide weggerannt eigentlich. Es sind zwei Fahrer drin gewesen? Ja, eine Frau und ein Mann. Waren alleine im Bus? Waren alleine im Bus. Und wo sind sie hingerannt? Ja, die Frau ist Richtung Sutterlütti Bahnhof gerannt und der Mann weiß ich nicht mehr so genau. Und jetzt ist ja die Polizei hier, das heißt, sie haben den Mann festgenommen, stimmt das? Ja, das stimmt. Sie haben beide Personen erwischt und festgenommen mit aufs Revier. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Ja, ich habe nur gehört, dass er den Bus in Lustenau geklaut hat und dass er dann von der Bildgasse da oben angefahren ist. Und dann wollte er da herparken und dann hat er einen Jeep gestreift. Und dann ist ein Kollege von mir, heißt Maxi, und der hat ihn halt noch gesehen und der hat ihn halt noch gepackt und in den Boden reingehauen. Und dann ist halt noch in die Polizei gekommen. Und die zwei hat man halt noch festgenommen. Es war ein Mordler, die Freundin von dem, wo man. Halt Freunde von dem, wo der Bus geklaut hat. Und dann hat der, wo der Bus geklaut hat, hat dann so einen deppeten Spruch abgelassen. Automatik läuft gut, ich bin auf fast 100 km/h gekommen und dann habe ich auch noch mitgekriegt.